بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سيس على بامس من هاتسين الله زيغن من هالبا مهاتسكايت عن بفيت محمد صلى الله عليه وسلم على سوك بيد الله دم هان در ويلتن اش بتزوغي داس اس كاين غوت بيد اوصى الله اش بتزوغي داس محمد الله ستين نام زين جزانتا اس. Wir fangen, liebe Geschwister, heute dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei Surat al-Fajr. Wir haben die ersten Ayat besprochen, die ersten neun Ayat ungefähr. Ich werde noch einmal die Ayat zur Erinnerung nochmal vorlesen und dann an der Stelle weitermachen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, wal-fajr wal-layalin ashr, und auf Deutsch übersetzt, bei der Morgendämmerung und den zehn Nächten und dem geraden und dem ungeraden Tag und der Nacht, wenn sie fortzieht, ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt? Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr und Iram oder mit Iram mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen? Und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten, und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle, die sie alle das Maß an Frevel in den Landstrichen überschritten und darin viel Unheil stifteten? Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus, gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Und was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Keineswegs, vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an. Und ihr verzehrt das Erbe, ja, ihr verzehrt es ganz und gar. Und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. Keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird, und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe, und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch bedenken, wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen? Er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft, und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück, tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen öffnen für das, was wir hören. Letztes Mal haben wir, die Geschwister, gesprochen über die Schwure Allah subhanahu wa ta'ala bei der Morgendämmerung, bei den zehn Nächten und dem geraden und dem ungeraden Tag und der Nacht, wenn sie vorzieht. Diese fünf verschiedenen Schwure. Und wir haben gesagt, dass jeder Schwur, man schwört bei einer Sache und man schwört auf eine Sache. Das heißt, man schwört bei einer Sache und dann schwört man, um etwas damit auszusagen. Deswegen, das ist die Sache, auf die man schwört. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat entweder geschworen auf das, was wir jetzt in den nächsten Ayat erfahren werden, oder, wie die Tafsir-Gelehrten gesagt haben, er hat geschworen auf eine Sache, die nicht erwähnt ist hier in diesen Ayat. Und zwar geht es um die Aqidah an den jüngsten Tag. Denn die Leute, die angesprochen sind in erster Linie, diese Sura ist eine mekkanische Sura ohne Meinungsverschiedenheit, ist eine Sura, die in erster Linie Leute anspricht, die nicht an den jüngsten Tag geglaubt haben. Zumindest im größten Teil nicht. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? Und eine der besten Arten, um jemanden zu überzeugen von seiner wahren Aussage, ist, indem man ihm Beispiele aus der Vergangenheit bringt. Denn die Beispiele aus der Vergangenheit, wenn beide Parteien sie kennen, die kann man nicht leugnen. Und deswegen verwendet Allah subhanahu wa ta'ala diese Möglichkeit oft. Denn die Leute der Quraysh, sie kannten die Geschichten von Ad und von Thamud und offensichtlich die Geschichte von Nuh aber nicht. Aber daran wurden sie ebenfalls erinnert im Koran al-Karim. Aber die Geschichten von Ad und Thamud kannten sie und die haben sich nämlich verbreitet. Und deswegen sollten sie erfahren, dass wenn sie mit ihrem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso umgehen wie die Ad mit ihrem Propheten Hud oder die Thamud mit ihrem Propheten Salih oder die Kinder Israel oder der Pharao und seine Leute mit den Propheten Musa und Harun alaihi wasallam,
dann wird mit ihnen genau das Gleiche passieren, wie mit diesen Menschen damals passiert ist. Und diese Leute sind alle vernichtet worden, es gibt sie nicht mehr. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf sie eine Geißel von Strafen ausgeschüttet, die er in dieser Aya, das heißt auf Arabisch, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? Die Aad, liebe Geschwister, haben wir gesagt, sagt man, sind ein, der, sagen wir mal, von Nuh gesehen, a.s., der zweite, dritte, der vierte Enkel, ja, oder das vierte Kind, besser gesagt, von Nuh a.s., also abwärts gezählt. Und wie dem auch sei, wir alle stammen letztendlich von Nuh ab und Nuh a.s., von Adam a.s. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier die Ad, wir haben gesagt, die ersten Ad, denn die Ad, das ist ein Volksstamm und jeder Volksstamm hat verschiedene Zweige. Und das ist mit diesen Ad sind die ersten Ad gemeint, die es damals, das heißt die Nachkömmlinge von diesem Ad, Ibn Aus, Ibn Iram, Ibn Sam, Ibn Nuh. Wie gesagt, diese Sache mit den Herkünften, das ist keine Sache, über die es jetzt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt, aber es gibt Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigen und die dafür spezialisiert sind, sich über die Stammbäume der Menschheit kümmern, Stammbäume der arabischen Völker kennen, und auf diese stützt man sich in diesem Fall. Allah sagte subhanahu wa ta'ala mit Iram, mit den Stützen, deren Gleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und dann geht es weiter mit der 9. Aya. Und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten. Thamud, liebe Geschwister, sagen die Genealogen, das heißt die Leute, die sich mit der Genealogie beschäftigen, sie sagen, dass Thamud und Ad beide treffen sich in diesem Urgroßvater Iram, und Iram ist der Sohn von Sam und der Sam von Nuh a.s. Das heißt also, sie sind miteinander verwandt über den Großvater, kann man sagen. Über den Großvater. Also Iram soll zwei Söhne gehabt haben, einmal Aus und auf der anderen Seite Abir oder Abid, und beide haben dann entweder Ad geboren oder Thamud geboren. Insofern sind das einfach Namen von Menschen gewesen, deren Nachkommenschaft man ebenso genannt hat. Und Thamud a.s., wie gesagt, der Prophet, der zu ihnen gesandt worden ist, ist Salih a.s. Als wir über Surat Ash-Shams gesprochen haben, haben wir mehr oder weniger ausführlich seine Geschichte erwähnt. Also kann man sich das nochmal anhören, um mehr darüber zu erfahren. Aber Allah azza wa jal hat ihnen auch Kräfte gegeben, denn er sagte, und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten. Und man sagt, dass die Thamud viele Städte hatten, also nicht nur, und auch die vorhandenen oder die hinterbliebenen und hinterlassenen Städte, sie weisen darauf hin, dass es mehrere Ortschaften gegeben hat, in denen die Thamud sich letztendlich aufgehalten haben, und eins davon auf der arabischen Halbinsel, das was man heutzutage als Madain Salih bezeichnet, nördlich von Medina. Und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten. Und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle. Pharaon, auf Deutsch Pharao, Besitzer das ist der König der Ägypter. So nennt man den König der Ägypter, nennt man Pharao oder Pharao. Egal welcher das jetzt gewesen ist, ob das speziell ist, der Pharao gewesen ist von Moses, der natürlich die größte Rolle im Koran al-Karim spielt, aber allgemein, jeden König Ägyptens nennt man Pharao. Und er wird als Besitzer der Pfähle genannt. Pfähle, entweder in der wortwörtlichen Bedeutung, wie manche Tafsir-Gelehrten das gesehen haben, dass hiermit die Pfähle gemeint sind, im Sinne der Heringe, also die man für ein Zelt braucht, um sie in die Erde zu schlagen, und dass sie eben Leute gewesen sind, die in Zelten gelebt haben, und dass hier eine prächtige Anzahl von Pfähle angesprochen wird, was auf die Größe seines Reiches hinweist. Eine andere Auslegung ist,
dass mit Pfähle gemeint ist, dass er seine Leute gequält hat mit Pfählen. Statt dass er sie für Zelte benutzt, hat er sie gegen Menschen angewandt. Und die dritte Auslegung dazu lautet, dass hiermit, das ist sinnbildlich damit die Soldaten gemeint sind, denn genauso wie Pfähle ein Zelt aufrechterhalten, halten seine Soldaten sein Reich aufrecht. Insofern war er ein König mit einer großen Armee. Aber das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend war, und die Hinweise in diesen Ayat, ihr habt gesehen, Ad, die gemeint sind die Iram von den Ad, die mit den Stützen, ja, und wir haben darauf hingewiesen, dass das Volk von Ad ein Übermaß an körperlicher Größe bekommen hat, wie Allah, oder an Kräften, je nachdem, manche haben das als Größe ausgelegt, manche haben das auch als körperliche Kraft ausgelegt, wegen dem, was sie alles erbaut haben. Und auch die Thamud genauso, weil sie die Fähigkeit gehabt haben, ganze Felsen auszuhöhlen. Und die Ergebnisse kann man ja bis jetzt heute sehen. Die hinterbliebenen, verlassenen Wohnungen, denen sie gehaust haben. Diese zwei Völker, mächtig wie sie waren. Und auch und Allah beschreibt auch noch, dass dieses Volk von Ad so mächtige Bauten hatten, wie kein anderes Volk jemals auf dieser Welt gehabt hat. Und auch Pharaon, den Besitzer der Pfähle, auch diesen dreien, trotz ihrer Macht, die sie bekommen haben, hat es ihnen alles nichts genützt gegen Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie gegen ihn gesündigt haben. Und deswegen sagte er subhanahu wa ta'ala, um den Grund ihrer Vernichtung zu nennen, und darin viel Unheil stifteten, in der 12. Ayah, und darin viel Unheil stifteten, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Und gemeint sind die Ad, die Thamud und der Pharaon und alle ihresgleichen. Was ist die Art von Unheil, die der Pharao und die Thamud und die Ad gestiftet haben? Zweifellos die Ablehnung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die Ablehnung des Gesandten Allahs, der jeweils zu ihnen entsandt worden ist, dass sie ihn der Lüge bezichtigt haben, dass sie Schirk begangen haben und dass sie ungerecht gewesen sind. Und ihr wisst, alle diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, ob du sagst, die Botschaft ablehnen, oder ob du sagst, dem Gesandten zuwidergehandelt, oder ob du sagst, Schirk verbreitet, alles ist eine Art von Dhulm, eine Art von Ungerechtigkeit. Und die größte Form der Ungerechtigkeit ist zweifellos der Schirk, die Beigesellung Allahs, der Polytheismus. Das ist zweifellos die größte Ungerechtigkeit. Allah, der dich erschaffen hat und versorgt hat, dass du ihm andere beiseite stellst, obwohl sie nichts erschaffen haben und dich mit nichts versorgen. Allah sagte, da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus, das heißt eine Art von Strafe aus, jedem eine eigene Art. Im Quran al-Karim berichtet uns Allah Azza wa Jal in Surat al-Haqqah, dass die Strafe, die Ad ereilt hat, ist ein heftig wehender, eiskalter, heulender Wind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die Thamud, sie wurden vernichtet durch einen übermäßigen Donnerschlag. Durch einen übermäßigen Donnerschlag. Und der Pharaon wurde vernichtet durch die Meeresfluten. Denn er ist den Kindern Israels durch das Meer gefolgt. Und daraufhin hat Allah azza wa jal die Meere wieder zusammenkommen lassen. Und daraufhin ist Pharaon ertrunken und auch seine Leute sind alle ertrunken. Gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Inna rabbaka labil mirsad. Das ist die Antwort auf den Schwur oder das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen, weswegen er geschwört hat, nach einem Auslegung, wie wir vorhin gesagt haben. Allah schwört bei der Morgendämmerung und bei den 10 Nächten. Und dem Geraden und dem Ungeraden und der Nacht, wenn sie vorzieht, dass er, subhanahu wa ta'ala, auf diese Menschen wartet. Das heißt, er wartet nur darauf, dass ihre Seelen abberufen werden und dann wird mit ihnen abgerechnet. Und deswegen ist das eine Warnung für jeden Menschen, der Unrecht tut auf dieser Welt, dass er in diesem Leben, er bekommt die Zeit, sogar Iblis hat die Zeit bekommen, bis zum Tag der Auferstehung, sogar mehr als du. Aber auch er und jeder andere Mensch, der in seine Fußstapfen tritt, wird eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn diese Zeit gekommen ist, dann wird ihm die Zeit, die er
im Unrecht verbracht hat, sehr kurz vorkommen und er wird sich wünschen, dass er ein anderes Leben gelebt hätte. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, dass die Menschen sich wünschen werden, dass sie wieder zurückkehren werden. Und Allah azza wa jall wird aber niemandem Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit abgelaufen ist. Dein Herr wartet ja auf sie, das heißt mit der Strafe, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und man könnte auch übersetzen, er ist ihnen auf der Lauer oder er beobachtet sie. Und er beobachtet, subhanahu wa ta'ala, jeden einzelnen Unheilstifter und er lässt aufschreiben, was sie tun und sogar woran sie denken, weiß er, subhanahu wa ta'ala. Und dann wird er, subhanahu wa ta'ala, ihr wisst ja, manche ungerechten Menschen, Allah gibt ihnen Aufschub, damit sie die Zeit bekommen, sich zu besinnen. Und das ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, damit keiner sagen kann, das steht auch im Quran al-Karim, damit keiner sagen kann, also steht sinngemäß im Quran al-Karim, damit keiner sagen kann, wir haben nicht genug Zeit gehabt, um es zu besinnen und um glauben zu können und das, um die Botschaft zu akzeptieren, sondern jeder Mensch von diesen Menschen über Allah bewahren, sie haben genug Zeit bekommen, sie hat die Botschaft ereilt und deswegen werden sie dafür dann zur Rechenschaft gezogen. Und andere Menschen, also es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, die Sünder sind und auf die Allah subhanahu wa ta'ala wartet in dem Sinne, dass er ihnen Aufschub gewährt. Und die anderen Menschen, die sind Sünder, Allah azza wa jall wartet auf sie und lässt sie sich selbst noch weiter in Sünde und Schande vertiefen, als gerechte Vergeltung für das, was sie gemacht haben. Und danach, damit eben sie ihre Sünden vermehren und damit sie Yawm al-Qiyamah aufs Strengste bestraft werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَأَمَّا الْإِنسَانِ, das heißt auf Deutsch übersetzt, was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was nun den Menschen angeht, mit dem Menschen ist hier der Kafir gemeint. Was nun den Kafir angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei großzügig behandelt und ihm ein angenehmes Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Das heißt, gemeint ist, er will damit sagen, mein Herr gibt mir und ist großzügig und gibt mir Gutes und behandelt mich gut wegen guter Dinge, die ich selbst getan habe. Das heißt, dieser Kafir bezieht sich bei diesem angenehmen Leben auf seine eigenen Taten, die er gemacht hat. Und er denkt, dass Allah Azza wa Jal ihm dieses Leben gegeben hat, beziehungsweise ihm das Leben leicht macht, wenn es ihm leicht fällt, weil er etwas Gutes getan hat oder aufgrund von Wissen, das er selbst erworben hat, oder aufgrund von guten Taten, die er selbst geleistet hat. Und das ist die Aussage nicht eines gläubigen Menschen, der an Allah Azza wa Jal und den jüngsten Tag glaubt. Und er beschreibt ihn weiter und dann gehen wir darauf näher ein. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Was ihn aber angeht, in der anderen Situation, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn einer Prüfung unterzieht und ihm seine Versorgung bemisst, das heißt einengt, ihm weniger gibt in diesem Leben, weniger Geld, ihn arm macht, ihn krank macht, was auch immer, ihm eine Katastrophe schickt, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Dann schreibt er Allah subhanahu wa ta'ala plötzlich das Übel zu. Und in Wirklichkeit, wenn jemandem ein Übel zugeschrieben werden sollte, dann sollte der Mensch sich dieses Übel selbst zuschreiben. Deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala gleich in der nächsten Ayah, Kalla, balla tukrimuna liyatim. Keineswegs vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig. Insofern werden jetzt im nächsten Ayat Sünden erwähnt der Menschen, für die er sich selbst zu verantworten hat, denn Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Das heißt, was auch immer euch an Katastrophen ereilt, so ist es aufgrund dessen, was eure eigenen Hände vorausgeschickt haben. Und davon abgesehen, das heißt, wenn dich etwas Schlechtes trifft, dann kann es natürlich sein und ist zweifellos so, dass es aufgrund dessen ist, was deine eigenen Hände vorausgeschickt haben. Aber nicht jede schlechte Sache ist zurückzuführen auf deine eigene Sünde. Es kann natürlich mehrere Ursachen haben.
Aber Allah subhanahu wa ta'ala bemisst, und das heißt, er macht manchmal die Versorgung eng und gibt manchmal viel Versorgung, nicht abhängig davon, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch bist. Insofern ist diese Aussagen, diese zwei Aussagen, sind die Aussage eines ungläubigen Menschen, der nicht daran glaubt, dass Allah azza wa jall ihm in diesem Leben der Prüfung unterzieht. Sondern der gläubige Mensch, er weiß, dass beides ist eine Prüfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Er weiß beides. Sowohl wenn er Gutes bekommt, Allah prüft ihn, ob er dankbar ist. Und wenn er Schlechtes bekommt, Allah prüft ihn, ob er geduldig ist. Und ob er das Schlechte, was er bekommen hat, Allah zuschreibt oder seinem eigenen Verdienst zuschreibt. Und das ist auch die Bedeutung der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, das Gute ist in deinen Händen und das Schlechte wird dir nicht zugeschrieben. In dem Sinne, du bist nicht schuld daran, wenn es uns schlecht geht, sondern wir sind selbst schuld daran, oh Allah, wenn es uns schlecht geht. Das heißt, der Mensch sagt dann, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Das heißt, mein Herr erniedrigt mich. Und das Traurige an der Sache ist, dass der Mensch, wenn er mal darüber nachdenken würde, wie viele Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala er in einen einzigen Augenblick, jetzt im Moment, wie viele auf ihn wirken, er wird niemals diese Gunsterweisung alle aufzählen können. Allah sagte, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gunsterweisung Allahs zählen wolltet oder zählen würdet, ihr würdet sie niemals aufzählen können. Die Ni'ma, die du jetzt im Moment erfährst, was auch immer es ist, du wirst niemals das alles, liebe Geschwister, aufzählen können. Insofern sollst du Allah subhanahu wa ta'ala immer dankbar sein, egal ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht. Und der ungläubige Mensch ist eben derjenige, der, wenn ihn etwas Schlechtes getroffen hat, dann vergisst er alle anderen guten Dinge, die er gerade noch genießt. Und der gläubige Mensch ist gerecht. Er sagt sich, oh Allah, du hast von mir eine Sache weggenommen, die dir sowieso gehört und dir steht zu nehmen und zu geben, was du willst, und hilf mir dabei, dankbar zu sein. Hilf mir dabei, dankbar zu sein für alles, was du mir gegeben hast. Das sind die Aussagen eines gläubigen Menschen, denn er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn geprüft hat, dadurch, dass er ihm was weggenommen hat, um zu sehen, wie er reagiert. Und er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem mehr gibt, je mehr Dankbarkeit man zeigt. In diesen Ayat, die wir jetzt bisher gelesen haben, liebe Geschwister, lernen wir mehreres kennen. Unter anderem lernen wir kennen, oder in den ersten Ayat haben wir kennengelernt, den Wert der ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Wir haben als zweites kennengelernt die Macht Allahs, Azza wa Jal, die sich sichtbar gezeigt hat an den Völkern, die vor uns gelebt haben, mit dem Beweis, dass sie nicht mehr da sind. Und drittens haben wir gelernt haben wir erfahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen davor warnt, davor zu denken, dass Allah ihn außer Acht lässt, sondern er soll wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden von uns in jedem Augenblick sieht und deswegen soll er sich vor ihm vorsehen. Ebenso lernen wir in den folgenden Ayat Folgendes. Allah subhanahu wa ta'ala in den nächsten 3-4 Ayat erzählt er uns, welche katastrophalen Sünden manche Menschen auf sich legen und weswegen sie sich dann auch nicht beschweren dürfen, wenn ihre Versorgung bemisst wird. Denn wenn überhaupt Versorgung verringert wird, dann durch Sünden und nicht durch gute Taten. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, Kalla balla tukrimuna al-yatim. Das heißt, keineswegs. Keineswegs bedeutet hier, ist eine Verneinung dessen, was vorher gesagt worden ist. Das heißt, diese Aussage dieses ungläubigen Menschen, dass wenn es ihm gut geht, dann denkt er, sein Herr ist mit ihm zufrieden, und wenn es ihm schlecht geht, dann denkt er, sein Herr will ihn erniedrigen. Diese Aussage ist falsch. So ist es nicht. Die Einengung ist eine Prüfung und kein Zeichen der Unzufriedenheit Allahs. Genauso wie die Versorgung kein Zeichen der Zufriedenheit Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Und wir haben genug Beispiele in der Geschichte der Menschheit, in der wir erkennen, dass es eben nicht der Fall sein muss. Das heißt, es gibt Menschen, die waren reich und die waren gottesfürchtig, und es gibt Menschen, die waren reich und sie waren Freveler und umgekehrt auch. Vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig.
hier zeigt sich der Materialismus eines ungläubigen Menschen. Denn warum lässt er denn, warum behandelt er den, das Waisenkind denn nicht freigebig? Weil er geizig ist und weil er denkt, dass er, wenn er etwas hergibt, dann wird sein Vermögen weniger. Die Wahrheit ist allerdings, dass wenn er etwas hergibt, sein Vermögen wird mehr, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Insofern, damit man diese Welt richtig versteht und wie Allah subhanahu wa ta'ala sie leitet, kann man nicht das Glauben an das Verborgene ausblenden. Denn die Welt funktioniert eben nicht so, wie der Mensch es manchmal denkt. Wenn er einen Euro hergegeben hat, dann er weiß nicht, was Gutes ihn erwartet. Denn ob du diesen Euro zurückbekommst oder ob Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine Krankheit abwehrt oder eine Katastrophe von dir abwehrt, was viel wertvoller ist als dieses Geld, was du hergegeben hast, das ist eine Sache, liebe Geschwister, die weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir vertrauen auf ihm, weil wir wissen, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und ihr haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung der Armen an. Auf Arabisch, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Und nach manchen Lesarten, وَلَا تَحُبُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Das heißt also, entweder nach der ersten Lesart, und ihr haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung der Armen an, oder nach der zweiten, ihr haltet andere nicht zur Speisung der Armen an. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass in den beiden Beispielen sind was für Sünden erwähnt? Sünden wiederum erwähnt, die mit anderen Menschen zusammenhängen. Wir haben mehr als einmal erwähnt, dass prinzipiell Taten, bei denen du anderen Menschen etwas Gutes tust, sind besser als Taten, von denen du nur privat selbst profitierst. Und das gilt prinzipiell, ansonsten Pflichten sind besser als freiwillige Taten auf jeden Fall. Aber auch hier in diesem Fall, die Speisung eines armen Menschen ist eine sehr wertvolle Sache. Umso schlimmer ist es, diese Tat wegzulassen, auszulassen, nicht zu vollziehen, wenn sie gebraucht wird. Und das gleiche gilt für das Waisenkind, das nämlich unfähig ist, sich selbst zu versorgen und jemanden dringend braucht. Insofern sind das Möglichkeiten, dass der Mensch Allahs Zufriedenheit bekommt, viel Belohnung bekommt und viele Menschen, sie verpassen diese Sachen, weil sie sich anderen Dingen widmen. Und ihr verzehrt das Erbe, ja, ihr verzehrt es ganz und gar. Das Erbe, liebe Geschwister, gerade wenn es sich um ein Waisenkind handelt, ist eine gefährliche Angelegenheit, weil das Waisenkind weiß sich nicht zu wehren. Und wenn man das Erbe eines Waisenkindes verzehrt, dann kann das Waisenkind das sich nicht wehren und deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala selbst diese Sache für diese Person übernehmen. Und deswegen sei man davor gewarnt, damit zu locker umzugehen, sondern das Erbe eines Waisenkindes muss man auf vertrauenswürdige Weise behandeln, wie die Gelehrten an entsprechender Stelle erwähnt haben. Ich sage deswegen auf vertrauenswürdige Weise, denn ein Waisenkind kann ja sein, dass es Geld hat. Und wenn du ein Waisenkind zu dir aufgenommen hast, dann darfst du natürlich dieses Waisenkind auch von seinem eigenen Geld versorgen. Nur diese Art von Versorgung, das muss eben in rechtliche Weise geschehen. Also wie man auf Arabisch sagt, ma'ruf. Und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. Keineswegs, die Erde, wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird. Offensichtlich durch Erschütterung. Denn im Koran al-Karim, in Surat al-Zalzala heißt es, إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Das heißt, demgemäß, wenn die Erde durch und durch erschüttert wird oder wenn das Erdbeben stattfindet. Und ihr wisst ja, wenn man Sand hat zum Beispiel und man bewegt ihn, dann wird sie platt eingeebnet. Und Allah Azza wa Jal beschreibt jetzt natürlich, ist ein Sprung von diesseits zum Jenseits. Und diese Sache findet man im Koran al-Karim oft. Und das ist auch der Hinweis mancher Ulama darauf, dass Allah geschworen hat, dass das Jenseits stattfinden wird. Denn die Schwure vorher und dann kommen die Beispiele der Völker vor uns und danach kommt, dass wir es besser machen sollen als sie
und danach Allah subhanahu wa ta'ala schwenkt auf das Jenseits um, genauso wie in Surat Amma Yatasa'alun, wo er auch subhanahu wa ta'ala viele Gunsterweisungen Allahs erwähnt hat, und dann plötzlich kommt die Aya Inna Yawm al-Fasli Kana Miqata, eben diese Aqida zu manifestieren in den Herzen der gläubigen Menschen. Und das ist eine sehr gute Methode, jemanden zu überzeugen, denn du sprichst mit ihm erstmal über Dinge, die er nicht leugnen kann, und du überzeugst ihn und du gewinnst seine Aufmerksamkeit und er hört dir zu und du gewinnst sein Vertrauen, und dann sagst du ihm: Hör mal zu, genauso wie diese Sachen wahr sind, die ich dir gerade mitgeteilt habe, ist auch der Tag der Auferstehung eine fest beschlossene Angelegenheit. Keineswegs, wenn die Erde platt eingeebnet wird, wie gesagt durch starke Erschütterung, und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Allah subhanahu wa ta'ala wird Yawm al-Qiyamah höchstpersönlich zum Ort des Gerichtes erscheinen, subhanahu wa ta'ala, und er wird getragen werden auf seinem Thron, denn er wird Yawm al-Qiyamah, der Thron wird getragen werden von acht Engeln, wie Allah sagt in Surat Al-Haqqah, und unser Herr ist über diesem Thron, und er wird erscheinen, subhanahu wa ta'ala, zu diesem Gerichtstermin. Und das ist der gewaltigste Augenblick in der Geschichte eines jeden Menschen, den er erleben wird, wenn sein eigener Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, selbst erscheinen wird, um zwischen ihm zu richten und den anderen Menschen, oder zwischen ihm und seinem Herrn zu richten. Und das ist der Augenblick, an dem natürlich jeder Mensch sich wünschen wird, dass er seine Sünden niemals begangen hätte, und der Augenblick, an dem der Mensch sich wünschen wird, dass er seinem Herrn so gedient hätte, wie er es hätte verdient, denn er subhanahu wa ta'ala verdient es, mehr natürlich verehrt zu werden, als irgendein Mensch es jemals getan hat. Und dein Herr subhanahu wa ta'ala wird erscheinen am Tag der Auferstehung, und diese Aya gehört zu den Ayat, an denen wir so hinnehmen müssen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie erzählt hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie gesprochen hat. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, wie manche Leute, die leider vom Weg abgekommen sind, indem sie diese Ayat verändert haben, verfälscht haben, uminterpretiert haben, ihr falsches Gedankengut hineingebracht haben, diese Ayat falsch übersetzt haben, um den deutschen Leser zu betrügen und ihm in die Irre zu führen und ihm eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu verschweigen und ihn damit, wie gesagt, zu hintergehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über sich selbst sagt, dass er am Tag des Gerichtes kommen wird, dann glauben wir daran, dass unser Herr kommen wird. Und auf welche Art und Weise, das geht uns überhaupt nichts an, und diese Sache dürfen wir auch gar nicht hinterfragen. Wir haben zu glauben, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat, ohne zu fragen nach dem Wie. Denn wie soll man sich über etwas unterhalten, das kein Mensch jemals gesehen hat und über das Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht informiert hat und worüber auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht informiert hat und wonach die Sahaba radiallahu anhum auch nicht gefragt haben. Also, wenn du rechtgeleitet sein möchtest, dann sei so rechtgeleitet, genauso wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam rechtgeleitet waren. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie genauso glauben, wie sie geglaubt haben, dann sind sie rechtgeleitet. Das heißt, wenn sie, die Kuffar, genauso glauben, wie die Muslime, die Sahaba radiallahu anhum, geglaubt haben, dann sind sie rechtgeleitet. Das heißt, wenn wir genauso glauben bei diesen Ayat und damit so umgehen, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam es gemacht haben, sie haben diese Ayat verstanden, sie haben daran geglaubt und sie haben darin nichts uminterpretiert, sondern sie haben es geglaubt, wie Allah es gesagt hat, ohne diese Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala mit den Eigenschaften eines Geschöpfes gleichzusetzen und ohne die Sache zu hinterfragen, das heißt nach dem Wie zu fragen, und ohne diese Ayat zu verfälschen, dann ist man, wie gesagt, auf dem geraden Weg. Und sie haben auch niemals gesagt: Ja, wir glauben, dass es da steht, aber was damit gemeint sein soll, Allahu A'lam, was man im Arabischen als Tafwid al-Ma'na bezeichnet, all das ist ein Irrgang und ein falscher Weg und eine Bid'ah,
wie Imam Malik rahimahullah ta'ala deutlich gesagt hat. Und auch die Engel, die Reihe um Reihe kommen, das gehört auch zum verborgenen Wissen, wie das geschehen wird. Wir haben noch keine Engel gesehen und trotzdem glauben wir daran, weil es niemanden gibt, der die Wahrheit deutlicher sagen könnte als Allah Azza wa Jal. Stellt euch mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala würde etwas sagen und im Hinterher stellt sich heraus, es war nicht so, wie Allah es genau gesagt hat und wir hätten es anders verstehen müssen, dann hätte der Mensch ein Recht zu sagen, oh Allah, wie hätte ich denn diese Sache richtig verstehen können, wenn du es uns nicht genauso gesagt hast, wie wir es hätten glauben müssen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَجِئَ يَوْمَ إِذٍ بِجَهَنَّمْ. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle bewahren. Und ich denke, wir machen an dieser Stelle Stopp, liebe Geschwister, damit wir inshallah auch noch ein bisschen Zeit haben für unsere Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alles gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah zum dritten Mal über Surat Al-Fajr sprechen und den Tafsir inshallah darüber dazu beenden. Ich lese noch einmal in deutscher Übersetzung die Sura erst einmal vor, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns an das erinnert, was wir in den letzten Unterrichten über diese Sura erfahren haben. Im Deutschen heißt es: Im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten und dem Geraden und dem Ungeraden und der Nacht, wenn sie fortzieht, ist darin ein Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr, mit Iram, mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen, und mit Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten, und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle, die sie alle das Maß in den Landstrichen überschritten und darin viel Unheil stifteten. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus, gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Keineswegs, vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig. Und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an. Und ihr verzehrt das Erbe, ja, ihr verzehrt es ganz und gar. Und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. Keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird, und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe, und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch bedenken, wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen? Er wird sagen, o hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft, und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus der Sitzung hervorgehen mit vergebenen Sünden und mit guten Taten und mit gestärktem Iman und mit der Kraft, das umzusetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns in diesen Ayat verlangt. Wir waren stehen geblieben, liebe Geschwister, bei der 23. Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er geschworen hat und nachdem er uns Beispiele der Menschen vor uns gegeben hat, wie er mit ihnen verfahren ist, und nachdem er uns danach gezeigt hat,
wie wir undankbar sind als Menschen Allah gegenüber und nichts für unser Jenseits tun. Danach spricht er subhanahu wa ta'ala über den Tag der Auferstehung, der genauso wahr ist wie die Ereignisse über die Thamud und die Ad und dem Pharao. Und dieser Tag der Auferstehung, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihn als einen Tag, an dem er subhanahu wa ta'ala selbst kommen wird und ebenso die Engel. Und an anderer Stelle im Koran heißt es, dass sein Thron getragen werden wird von 8 Engeln. Und dieser gewaltige Tag ist der Tag, von dem kein Mensch entkommen kann, weder Mensch noch Dschinn. Es ist der Tag der Auferstehung. Es ist der Tag der Abrechnung. Es ist der Tag, an dem kein Mensch sich hinter einem Hügel verstecken kann. Es ist der Tag der Schmach. Es ist der Tag, an dem die einen belohnt werden werden und die anderen werden erniedrigt werden. Es ist der Tag, an dem der Mensch sagen wird, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. Und im Arabischen kommt das Wort jenseitige Leben gar nicht vor, sondern es heißt قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, hätte ich doch für mein Leben etwas vorausgeschickt. Warum? Weil das Leben schlechthin, das also wahre Leben, ist das Leben nach dem Tod. Das Leben, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist ein Leben von endlicher Dauer und es ist ein unvollkommenes Leben. Man ist mal traurig, mal glücklich, mal arm, mal reich und man ist mal gesund und mal krank. Aber das Leben nach diesem Tod ist für den gläubigen Menschen ein vollkommenes Leben, da er danach nicht mehr sterben wird und danach nicht mehr traurig sein wird und danach nicht mehr arm sein wird und danach nicht mehr krank sein wird, sondern wird in ewiger Glückseligkeit im Paradiesgarten verweilen, für immer und ewig, und er wird alles bekommen, was sein Herz begehrt. Deswegen, das ist das wahre Leben. Das Leben in diesem Leben ist es eigentlich nicht wert, es als Leben zu bezeichnen, im Vergleich zu dem, was einem Gläubigen im nächsten Leben erwarten wird. Der ungläubige Mensch, er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. Das ist aber, wenn die Frist bereits abgelaufen ist. Und das ist die Aussage des unachtsamen Menschen, der den Aufruf des Gesandten sallallahu alaihi wasallam oder den Aufruf des jeweiligen Gesandten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, der diesen Aufruf dieser Gesandten nicht folgte. Der diesem Aufruf nicht folgte und die Botschaft des Gesandten verweigerte. Ob es zur Zeit von Moses war mit diesem Propheten oder zur Zeit von Jesus war mit Jesus oder zur Zeit ab Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zum Tag der Auferstehung. Das sind die Menschen, die es bereuen werden, nichts für ihr jenseitiges Leben vorausgeschickt zu haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die sich freuen werden und die zu denjenigen Menschen gehören, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der gläubige Mensch wird sich zweimal freuen, also im Zucker sein Fasten, einmal, wenn er sein Fasten bricht und einmal, wenn er seinen Herrn antrifft, nämlich die Belohnung, die ihn dafür erwarten wird, yawm al-qiyamah, am Tag der Auferstehung. Aber zweifellos, auch der gläubige Mensch, wenn er sieht, was Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen, die über ihn stehen, an Belohnungen vorbereitet hat, auch er wird bereuen, dass er seine Zeit, die er verspielt hat, seine Zeit, die er für Verbotenes verwendet hat, seine Zeit, die er für Unnützes verwendet hat, seine Zeit, die er verschwendet hat, im Streiten oder im Spielen oder im Spaß oder was auch immer, er wird es bereuen, die Zeit wird er bereuen, die er nicht verwendet hat, um dadurch Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Insofern, die Reue ist eine Sache, die sicherlich nicht nur die ungläubigen Menschen treffen wird, sondern auch der gläubige Mensch wird bereuen, nicht mehr gemacht zu haben, denn er hätte sicherlich noch mehr machen können. Denn wer von uns will behaupten, dass er seine Grenzen erreicht hat, dass er sozusagen
alles gemacht hat, was er hätte machen können. Insofern, er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben, für dieses wahre Leben, etwas vorausgeschickt. Aber das ist zu spät. Allah sagte, an jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft. Das heißt, hinsichtlich der Härte, das heißt, wie schmerzhaft die Strafe sein wird. Insofern, egal was man in diesem Leben erleiden muss, dafür, dass man aufrichtig ist und rechtschaffen ist und gläubig ist und für das Jenseits arbeitet, egal was man erleiden wird, es ist nichts im Vergleich zu dem, was man erleiden wird im Jenseits, wenn man diesem geraden Weg nicht gefolgt ist. Und auch hinsichtlich der Strenge wird niemand so strafen, wie Allah subhanahu wa ta'ala straft. Insofern, wenn er subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass jemand für immer und ewig in der Hölle bleiben wird, dann wird niemand Fürsprache einlegen können, dass er aus der Hölle rauskommt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache bestimmt hat, dann bleibt es so und niemand kann seine Entscheidung verändern. Und niemand wird fesseln, so wie er fesselt, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. An anderer Stelle im Koran heißt es, dass es eine Fessel sein wird oder dass man gekettet sein wird in einer Kette, die so lang ist wie 70 Ellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und in einer anderen Lesart, und zwar von Al-Kisai und Ya'qub, heißt es statt لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد, heißt es لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Und dann würde man es übersetzen wie folgt: Wird niemand so gestraft, wie er gestraft wird. Das heißt, es ist im Passiv. Und in der anderen Aya, der 26. Aya, und niemand wird fesseln, so wie er fesselt, übersetzt müsste es dann heißen, wird niemand so gefesselt, wie er gefesselt wird. Das heißt, dieser ungläubige Mensch. Niemand wird so bestraft werden, Yawm al-Qiyamah, so wie dieser ungläubige Mensch bestraft wird. Und auch wenn man bestraft wird, so wird es nicht so streng sein und nicht so hart sein, wie diese Strafe, die dem ungläubigen Menschen widerfahren wird. Allah sagte, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, O du Seele, die du Ruhe gefunden hast. Die Seele, die Ruhe gefunden hat, ist die gläubige Seele, die sichere Seele, die sich in Sicherheit befindet. Und damit ist gemeint, am Tag der Auferstehung, nach manchen Gelehrten ist damit gemeint, am Tag der Auferstehung, wenn sie zum Körper zurückfindet. Das heißt, diese Aussage wird zur gläubigen Seele gesagt, am Tag der Auferstehung, denn erst am Tag der Auferstehung kehrt die Seele zum Körper wieder zurück. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Und andere Gelehrte meinen, dass hiermit die Rückkehr zum Herrn und mit Wohlgefallen ist gemeint, damit hier das Paradies, das heißt, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, wovon man sozusagen gestartet ist und ins Paradies einkehrt, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, und das eine natürlich widerspricht dem anderen nicht, denn beides könnte gemeint sein. Tritt ein unter meine Diener, die Diener Allah subhanahu wa ta'ala sind die Gottesfürchtigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den gottesfürchtigen Menschen machen, und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Möge Allah Azza wa Jal uns zu denjenigen Menschen machen, die in seinen Paradiesgarten eintreten und zu denen diese schönen Worte gesagt werden, Ya ayyatuha nafsul mutmainna, O du Seele, die Ruhe gefunden hast, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Fadkhuli fi ibadi, tritt ein unter meine Diener, wadkhuli jannati, und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Aus diesen letzten Ayat ziehen wir drei Lehren, beziehungsweise profitieren wir folgende drei Dinge. Die erste ist der Tag der Auferstehung. Allah Azza wa Jal betont und bekräftigt, dass dieser Tag wahr ist. Und er betont, dass es eine Aqida ist. Das heißt, es ist eine feste, verankerte Sache, oder eine Sache, die fest verankert sein muss im Herzen des gläubigen Menschen. Der Glaube eines Menschen ist weder gültig noch vollkommen, wenn er nicht auch an den Tag der Auferstehung glaubt.
Und erst durch den Glauben an den Tag der Auferstehung wird man zufrieden leben können und auch zufrieden zusammenleben können mit anderen Menschen. Zweitens lernen wir, die Reue, die am Tag der Auferstehung jemand empfinden wird, ist wahnsinnig groß. Und deswegen bereitet man sich am besten darauf vor, indem man glaubt und rechtschaffene Werke tut, dann wird die Reue kleiner werden, je mehr Iman man hatte und je mehr rechtschaffene Taten man begangen hat und je mehr Sünden man aus dem Weg gegangen ist und je mehr man von seinen Sünden bereut hat. Und drittens lernen wir, dass der gläubige Mensch, der Muslim, derjenige, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist, er ist alleine derjenige Mensch, der am Tag der Auferstehung sich freuen wird, in Freude verbringen wird. Er wird glücklich sein, er wird die Glückseligkeit erleben und sonst kein anderer Mensch wird dies tun. Denn die Diener Allah subhanahu wa ta'ala sind seine Auserlesenen, Auserwählten. Das sind diejenigen, die ihr Leben nach ihm ausgerichtet haben. Das heißt, sie waren ihm treu gegenüber und aufrichtig, hatten Ikhlas und haben ihr Leben für Allah subhanahu wa ta'ala geopfert. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch segnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.